Ja, meine Damen und Herren, da hat er tatsächlich heute geliefert, der Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank. Die ganze Woche haben wir gewartet auf das, was da wohl kommen könnte, geldpolitische Veränderungen. Ja, und die sind tatsächlich gekommen. Man könnte schon fast meinen, Mario Draghi ging jetzt an mit der Brechstange in die Märkte hinein. Auf einmal die Senkung des Leitzinses auf 0%. Dabei lagen wir schon nur bei 0,05%. Damit hatte der Markt überhaupt nicht gerechnet. Dazu die Ausweitung des bestehenden sogenannten Quantitativ-Easing-Programm von 60 Milliarden aktuell auf 80 Milliarden. Ja, da hatte der Markt eigentlich nur mit 75 Milliarden spekuliert. Also auch da wurden die Erwartungen weit mehr als nur übertroffen. Und die Anhebung des negativen Einlagezinssatzes, das heißt der Zinssatz, für den die Banken dann ihr Geld bei der EZB parken können, der ist auch nochmal erhöht worden. Da liegt man jetzt bei minus 0,4% nach 0,3%. Ja, der Markt heute dementsprechend rauf und runter. Wir hatten Zwischentageshoch und Zwischentagestief eine Schwankungsbreite beim Leitindex, beim DAX alleine schon von 500 Punkten. Naja, und wir schließen in Frankfurt bei 9.498, minus 2,3% auf Tagessicht, obwohl wir ganz kurz schon bei 9.995 lagen, das heißt schon an der 10.000er Marke gekratzt haben. Aber verständlich wohl, man muss halt eben auch sagen, dass halt eben das Thema Währungen, Devisen natürlich da natürlich seinen Einfluss gehabt hat. Der Euro zum Dollar auf einmal von 1,08 auf 1,11, 86 nach oben gesprungen, und das hat natürlich ganz klar den Aktienmarkt auf der anderen Seite nach unten gedrückt. Also von daher sehen wir da natürlich momentan auch relativ viele kritische Stimmen, wie zum Beispiel den Ökonom Hans-Werner Sinn, der natürlich noch nicht so genau sagt, was da jetzt auf uns zukommen könnte. Das heißt, das Inflationsziel, was Mario Draghi ja erreichen will, bei knapp 2%, aber davon ist die EZB jedenfalls aktuell weiter entfernt denn je. Und viele Analysten sagen, mit dieser Geldschwemme, mit diesem Ertränken des Marktes mit Geld tut man sich längerfristig wohl keinen Gefallen. Aber Mario Draghi scheint sich aktuell wohl keinen anderen Weg, keinen anderen Ausweg gesetzt und gefunden zu haben. Wenn wir mal abwarten müssen, wie der letzte Handelstag, der Freitag, dann dementsprechend an der Börse verläuft. Wie gesagt, das Ziel waren heute die 10.000 Punkte, da lagen wir kurz dran, aber dann der Markt ganz klar mal wieder abgeschwächelt. Wenn wir aktuell zur Stunde mal nach Amerika reinschauen, der Dow Jones bei 16.889, ja gut, die Amerikaner minus 0,65%, die schauen zwar nach Europa, aber natürlich nicht so intensiv, die handeln natürlich lieber ihre eigenen Werte und ihre eigene Kraft. Und wenn wir auf den Ölpreis schauen, okay, der liegt aktuell etwas unter der 40-Dollar-Marke, die Nordseesorte Brent bei 39,97 angekommen. Naja, und ansonsten haben wir, wie gesagt, das Thema Euro zum Dollar bei 1,1186 aktuell. Also da haben wir natürlich heute ganz klar Stärke gesehen. Ja, und der Nikkei, da war ja die Vorgabe von gestern noch drin, da hatten wir dementsprechend auch positive Vorgaben. Ja, zu Handelsschluss waren es dann nur noch drei Aktien, die hinzugewinnen konnten. Das war Adidas, Vonovia und Infineon mit leichteren Aufschlägen. Aber unter den größten Verlierer sehen wir die Aktie von Kali und Salz. Ja, nicht nur, dass Kali und Salz den DAX verlassen muss. Nein, da wird man demnächst im MDAX angesiedelt. Nein, man weiß halt immer noch nicht so genau, wie es in der Chefetage weitergeht, rund um den Vorstandsvorsitzenden. Und der Ausblick, der heute von Kali und Salz präsentiert worden ist, der hat den Anlegern überhaupt nicht geschmeckt, obwohl die Dividende bei K+S dann doch nochmal aufgestockt wird. Aber das hat heute alles nichts zu tun gehabt. Die Aktie über 10% im Minus. Ansonsten unter den Verlierern noch Continental, Daimler, BMW und VW. Das heißt, die Automobilwerte kamen da heute nochmal zusätzlich unter Druck. Ja, aber ein interessantes Investment könnte durchaus sein, und da haben wir heute auch Zahlen bekommen, nämlich die Linde-Aktie. Linde, ja, da liegt nicht immer allzu viel Licht drauf, aber die machen doch ganz in Ruhe ihr Geschäft, haben heute hervorragende Zahlen präsentiert, einen relativ stabilen Ausblick und vor allen Dingen, das ist natürlich für Sie als Aktionäre immer wichtig, die Dividende. Und die wird sogar aufgestockt um 30 Cent auf jetzt 3,45 €. Also das durchaus mal eine lohnende Spekulation wert, da mal einen Blick tatsächlich auf dieses Papier zu werfen. Ich halte Sie weiterhin auf dem Laufenden. Ihr Mick Knauf, live aus der Börse.